Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Skipark Tycoon. Wir haben ja letztes Mal schon die Verbindung über den Berg rüber geschaffen. Moment. Dahin. Da zu dem Self-Service-Restaurant. Jetzt hoffen wir mal, dass in dieser Folge dann auch die Leute darüber fahren werden, dass wir die Mission hier abschließen. Der neue Tag hat gerade begonnen. Man sieht hier, die ersten Skifahrer stehen immer noch an. Einige haben schon den ersten Lift hinter sich gelassen. Hier schon am zweiten Lift jemand angekommen. Da oben beobachten wir den doch einfach mal, wo der ganz hinfährt noch, ob der da oben ankommt. Und wir haben eine Bad Reputation. Ja. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich eigentlich hin. Bad Reputation. Das ist natürlich nicht so schön. Die macht uns hier auch ordentlich Minuspunkte. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die weg? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung. Weil, naja gut, die Lifte werden nicht so gut bewertet, aber da haben wir auch noch nicht so viel Auswahl an Liften, die wir noch bessere bauen könnten. Unsere Pisten sind, naja. Und wenn man sich mal anguckt, die Happiness ist eigentlich wunderbar. Die sind alle super zufrieden. Ja gut, kalt, bisschen Hunger. Da können die aber eigentlich immer was gegen unternehmen. Von daher, rote Pisten wollen sie. Vielleicht kann man da noch was machen. Aber wir haben hier ja rote Pisten. Die müssen sie nur fahren. So, mal schauen. Unser Gast, den wir hier beobachten, der ist jetzt gleich oben. Dann kommt die große Frage, wo fährt er hin? Ich hoffe, er fährt dann runter zum Restaurant. Komm. Ich könnte ja einfach die Zeit schneller laufen lassen, ne? Zack. So, und jetzt die spannende Frage. Wo geht's hin? In die falsche Richtung. Er will sich erstmal ausruhen. Nach dem Liftfahren scheint er angestrengt zu sein und muss sich erstmal ausruhen. Okay. Ja, dann lassen wir einfach mal die Zeit schneller laufen und gucken mal, wo die anderen so hinfahren. Ausruhen. Ich erkenne da ein Muster und danach fahren sie alle hier die blaue runter. Nein, der nicht. Der fährt hier die rote. Nein. Der fährt erstmal hier zum... Was ist das? Stall. Hier, da kann er sich ein bisschen was kaufen. So, jetzt habe ich aber gesehen, hier fährt einer. Der fährt aber nur bis da runter. Ah. Vielleicht hätten wir hier diese Verbindung doch nicht schaffen sollen. Oh, der fährt weiter. Der fährt bis hier. Immerhin. Ich bin echt am Überlegen, diese Pisten hier jetzt zu löschen, sodass wir die zwingen, ganz runter zu fahren. Zack. So, jetzt müssen die ganz runterfahren. Ich hoffe, das klappt. Von da aus fahren sie in die Richtung weg. Der fährt auch in die Richtung weg. Hier hinten. So, jetzt sind da einige unterwegs. Ja, das stört die reichlich wenig. Die fahren da dann einfach quer rüber. Ja, das ist natürlich uncool. Warum kommt hier keiner bis zu unserem Restaurant? Leute. Wir könnten natürlich uns überlegen, ob wir diesen Teil des Skigebiets hier komplett deaktivieren, dass die alle hier rüber müssen. Da in die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe Bedenken, wenn ich die Lifte ausschalte, dass die einfach dann hier hoch wandern, um da zu fahren auf den Pisten. Wir können es ja mal probieren. Ich meine, so gut kenne ich das Spiel ja auch noch nicht. Ich lerne ja auch noch, wie das so alles funktioniert. Mal schauen. So, die Lifte sind aus. Jawohl! Und wir haben die Mission erfüllt. Das hing jetzt aber, glaube ich, nicht damit zusammen, dass ich die Lifte ausgeschaltet habe. Jetzt machen wir die hier erstmal wieder an. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn das jetzt der Grund war. dazu ging das zu schnell. Aber ich würde sagen, Mission erfolgreich geschafft. Wir haben hier das Restaurant, da drüben,
mit Gästen versorgt, das, was wir sollten. Und dann stürzen wir uns doch einfach mal in die nächste Continue Campaign. Und jetzt kann man sehen, hier Mountain Pass, das ist die, die wir eben geschafft haben. Die anderen hier, das ist, wie in der ersten Folge schon angesprochen, quasi Tutorial. Und was schauen wir uns jetzt an? Marketing können wir uns eigentlich angucken. Die hatte ich schon mal ganz kurz gestartet, nur um zu gucken, ob das noch eine Tutorial-Mission ist oder nicht. Ich würde sagen, die starten wir jetzt einfach. Und das ist jetzt die Mission, die wir als nächstes spielen. Da sind wir dann auch schon für euch die Ladezeit weggecuttet. Die kann bei diesem Spiel nämlich teilweise etwas länger werden, wobei ich habe es auf der SSD installiert und da geht das eigentlich. Ups, hier weiter rauszoomen kann ich anscheinend nicht. Wir sehen schon hier die Piste, die sieht nicht so gut aus. Da fehlt ein bisschen Schnee drauf. Immerhin, wir haben Schneefall, vielleicht bessert sich das ja. Und was haben wir? Wir sollen eine Location finden. Da ist nur ein Lift und eine Piste. Okay, wir sollen das Ende des Liftes finden. Wupp, das haben wir gemacht. So, und da kommen die neuen Missionen. Jawohl, jawohl, jawohl. So, also. Das war eine... Entschuldigung. Das war eine sich automatisch öffnende Hilfe. Also, wir haben... ich mach mal eben Pause hier. Wir haben ein Public Relation 1 und ein Cheap Marketing Champagne als Aufgaben. Also, wir sollen hier auf jeden Fall Marketing betreiben und dann machen wir das doch mal. Wir starten eine Cheap-Kampagne. Okay. Ah, und wir sollen... Oh ja, das machen wir gleich. Erstmal hier unten den. Steht da drinnen, wofür wir werben sollen? Nö. Wo wollen wir denn drinnen werben? Was ist das denn? Das ist eine blaue, also Kinder und Schulen, würde ich sagen. Zack. Haben wir 20 Leute mitgekriegt. Können wir nochmal machen. Wieder cheap und diesmal normal Newspaper. Zack und nochmal 19. Und damit sollte das hier geschafft sein. Oder müssen wir die in einmal kriegen? Keine Ahnung. So, das hier auf jeden Fall auch eine Mission, wo wir ein Downhill Race fahren sollen und wir müssen schneller als 2 Minuten 19 Sekunden sein. Das heißt, ich muss jetzt hier auf die Piste klicken, beziehungsweise ist das hier? Nee, eigentlich ist es auf die Piste, ne? Ist das Freeride? Nein. Wie ging denn das noch? Ach so, genau. Mit Linksklick. Downhill Race. So, und jetzt geht es auch schon theoretisch los, wenn ich jetzt die Steuerung hätte. Hallo? Freeride. Der reagiert gerade nicht auf Tastatureingaben hier. Das ist natürlich etwas schlecht. So kann ich natürlich nicht das Downhill Race fahren. Aber wisst ihr, was wir zuallererst mal machen könnten? Weil das ist ja wirklich hier... Das ist ja wirklich schlimm mit dem Schnee. Ich würde sagen, wir... Ah, da ist auch das Ziel erreicht. Ich würde sagen, wir bauen hier erstmal ein paar Schneekanonen auf. Ups. So, Shift gedrückt halten. Dann kann ich auch mehrere hintereinander direkt platzieren. Zack. Zack. Piste sieht doch jetzt gleich schon eher so aus, als könnte man die fahren, oder? ja, da ist eigentlich ein bisschen Schnee. Dahin und hierhin noch eine. So. Okay, jetzt hat die Piste auch überall Schnee. Jetzt kann man die auch besser runterfahren. Dann probieren wir nochmal. Kann ich jetzt das Race fahren? Nein. Schade. Da scheint irgendwas nicht funktionieren. Zu funktionieren. Ups. Schade, schade. Dann würde ich sagen, ich lade das Spiel mal schnell neu und gucke mal, ob es dann klappt. Und wir sehen uns sofort wieder.
kaum ist das Spiel neu geladen, geht hier auch schon eine Meldung auf. Wir hätten eine Schneequalität von mindestens 49% erreicht und damit ein Objective completed. Interessant, das hatte ich nämlich noch gar nicht gesehen, dass wir das hier auch offen haben. Und jetzt kriegen wir es auch erst, die Mission. Das ist natürlich cool, dass wir sie direkt abgeschlossen haben. Hier sollen wir dann sogar Schneequalität von 99% erreichen. Das wird schwer. So, jetzt kommen hier die ganze Zeit neue Aufgaben rein. Ich probiere jetzt aber erstmal nochmal hier dieses Downhill Race zu fahren. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert. Zack. Jawohl, jetzt kann ich die Kamera bewegen. Nee, nicht die Kamera, mich bewegen. Dann gucken wir mal, wenn wir hier jetzt runterfahren, ob wir diese 2 Minuten 19 Sekunden schlagen können. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der anfängt zu zählen. Auf jeden Fall, wow. Die Steuerung etwas hakelig. Und schon 30 Sekunden unterwegs. Und wir dürfen die Piste, glaube ich, nicht verlassen. Aber wir können trotzdem gucken, dass wir hier möglichst eng die Kurven schneiden. So sollte das ja passen hier. Okay. Schade ist, man kann die Kamera nicht wirklich bewegen, wenn man fährt. Ein bisschen freie Rundumsicht wäre ganz nett. Da könnte man schon gucken, wie die Piste vor einem wirklich aussieht. 1 Minute und 10 Sekunden sind wir jetzt und ich glaube, das werden wir schaffen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir sind hier ja schon auf dem letzten Stück. Und ja, die Kamera springt hier immer ein bisschen hin und her und so guckt man genau in so ein Tal rein. Das ist nicht sehr hilfreich, wenn man wissen möchte, wie es danach weitergeht. Da wäre so eine wirklich freie Rundumsicht ganz cool. Oh, hier ging es aber nochmal ordentlich bergauf. Ich hasse das ja immer, wenn das auf Skipisten bergauf geht. Meistens hat man das auf den Pisten selber auch nicht, sondern nur, wenn man irgendwie von einem Lift, der von einer anderen Piste stammt, zu, also quer rüberkommen möchte oder so, dass man da ein bisschen bergauf sich dann durchkämpfen muss. Finde ich immer doof. Da ist das schöner, wenn man wirklich... Jawohl, wir haben es geschafft. Das ist das Schöne, wenn man wirklich einfach nur runterfahren muss. So, 2 Minuten 4 Sekunden von den 2 Minuten 19. Also gar nicht mal so viel schneller gewesen, als wir sollen. Aber es hat geklappt. Okay, und wir sollen... Ja. Ach so, wir können PR-Kampagnen starten jetzt. Ah, okay, das ist nochmal was anderes. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das auch direkt, oder? Vielleicht ist diese PR-Kampagne ja auch das, was uns die Bad Reputation, die wir letztes Mal hatten, abnimmt. So, mal schauen. Erstmal wollen wir hier die Preise einstellen. 20. Bisschen wenig, ne? Gucken wir doch mal eben, wie viel wären die denn bereit auszugeben? So, 16. Oh, Mist. So viel zum Thema Preise anpassen, dann lasse ich die mal lieber so. Dann machen wir erstmal eine PR-Kampagne. So. Zack. Jetzt haben wir 19 Punkte anscheinend dazu gewonnen. Ah, und wir sehen hier auch nochmal, würde uns jetzt 10 weitere Punkte bringen. Ups, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich auf die Startseite. Okay, die Snow-Qualität ist schlecht. Und wir haben minus 13 durchs Abholzen der Bäume. Also, das Letztere können wir ganz einfach beheben. Mal schauen, wo können wir denn vielleicht gleich noch ein paar Lifte aufbauen? Hier in die Richtung vielleicht noch. Oder da sowas quer hoch wieder oder so. Mal gucken. Ich denke, da werden wir was finden. Was macht der Helikopter da? Oh, da hat es einen Verletzten gegeben. Der wird jetzt vom Helikopter abgeholt. Naja. Wo auch immer der Helikopter hinfliegt. Ach, da ist noch ein Verletzter. Eieieiei.
Okay. Ist die Piste zu schwer für eine blaue? Keine Ahnung. Ich lasse mich immer so herrlich ablenken, ne? Was wollte ich machen? Genau, ich wollte Bäume platzieren. Zack. Das können wir erstmal hier. So, da haben wir jetzt auch ein paar wieder auf Vorrat, falls wir ein paar mehr abholzen sollten. Das passt jetzt. Bad Reputation haben wir bei 0. Die Schneequalität. Wie können wir die erhöhen? Tun es da weitere Schneekanonen? Ich glaube nicht. Ich fürchte, für Schneequalität bräuchten wir tatsächlich die Pistenraupen, aber die haben wir noch nicht. Das ist natürlich schlecht. Oh, das hier ist doch niemals eine blaue Piste. Das ist doch auf jeden Fall eine rote Piste hier oben, oder? Die ist doch nur blau, weil die hier unten so flach ist. Die ist sogar schwarz. Heieieiei. Ja, da werden wahrscheinlich dann noch ein paar mehr Stürze passieren. So, was wir auf jeden Fall machen können, ist hier nochmal einen Lift bauen. Das ist schon die maximale Länge? Heieiei. Na gut. Und dann bauen wir hier nochmal eine Piste. Ach, da ist der Weg blockiert, genau. So, und die würde ich eigentlich ganz gerne daran bauen. Zack, da kommt noch eine Schneekanone hin. Zack. Gut. So, dann haben wir hier nochmal eine schwarze Piste, ist das sogar geworden. Okay. Und vielleicht hier nochmal ein Stückchen Berg hoch. Von hier. So. Zack. Und eine Piste darunter. Dahin. Ist auch blau geworden, obwohl da oben schon wieder schwarz wäre eigentlich. So, hier gibt es noch eine zusätzliche Schneekanone dann. Zack. Das hat doch die Schneequalität hier ein bisschen verbessert nochmal. Ich guck mir das mal an. So, da steht eine. Und da steht die nächste. Und jetzt platzieren wir mal hier noch eine. Nee, nicht wirklich besser geworden, oder? Ich glaube nicht. Mal gucken, wenn wir da eine platzieren. Ah, hat sich überhaupt nichts verändert. Und hier oben bringt die auch überhaupt nichts. Weg mit der wieder. Na gut, das heißt, und das finde ich auch ziemlich spannend bei dem Spiel, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwann später mal wiederkommen, diese Mission dann weiterspielen, wenn wir Pistenfahrzeuge zur Verfügung haben und hier für eine bessere Schneequalität sorgen können. Ja, und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Sache, dass man so einen Teil der Mission spielen kann, dadurch was freischaltet, dann aber nicht weiterkommt, eine andere Mission spielen muss, wo man dann bessere Sachen freischaltet, die man in der ersten Mission wieder braucht und so. Und da so ein bisschen hin und her springt und mal hier, mal da, mal dort wieder arbeitet, finde ich ein ganz cooles Konzept. Ist mir so nirgendwo anders bekannt eigentlich. Und bin immer gespannt, wie das weitergeht. Für den Moment soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye.